Es gibt Fälle, wo ich nicht angeben möchte, wohin ich etwas zeichne. Ich möchte vielleicht interessantere Resultate erzielen als fix positionierte Formen, indem ich die Formen zufällig platziere, so dass sie jedes Mal, wenn ich die Website öffne oder jedes Mal, wenn ich auf einen Knopf drücke, die Dinge an anderer Stelle stehen, an zufälliger Position. Und hier steht ja dieser Kreis auf Position 100 und 100. Und statt hier eine fixe Zahl anzugeben, kann ich eine Zufallszahl ausrechnen lassen. Dazu gibt es eine Funktion in P5, die heißt random. Wenn ich nichts angebe, dann ist das eine Zahl zwischen 0 und 1. Das ist sehr klein. Jetzt für Positionsdaten, da würden wir nicht viel sehen. Das wäre dann ungefähr 0. Aber wenn ich in die Klammer eine Zahl schreibe, dann ist das die Maximalzahl. Also random 100 ist eine Zahl zwischen 0 und 100. Und wenn ich jetzt auf Play drücke, dann springt dieser Kreis wild hin und her. 60 Mal in der Sekunde kriegt er eine neue Position zwischen 0 und 100. Oder ich könnte sagen, es ist die Breite des Canvas. Dann springt das so hin und her. Das ist etwas nervös. Jetzt möchte ich vielleicht ein einziges Mal diesen Kreis positionieren. Und der erste Instinkt, den ich habe, ist, dass ich eine Variable schreibe, let x gleich, und dann kopiere ich das rauf und schreibe x hier hinein und erwarte dann, dass, wenn ich das Programm ausführe, dieser Kreis an eine zufällige Stelle zwischen 0 und 400 gezeichnet wird. Jetzt gibt es ein Problem, nämlich diese Funktion Create Canvas, die stellt die Fläche her und ab diesem Zeitpunkt weiß ich, wie breit und wie hoch das ist. Aber bevor hier diese Zahlen 400 nicht interpretiert wurden, gibt es erstens keine Fläche, zweitens keine Ausdehnung und auch kein Koordinatensystem. Und diese Variable, die ist erst bekannt, nachdem Create Canvas ausgeführt wurde. Also wenn ich das ausführe, kriege ich Ärger. Random is not defined. Also wir haben auch keine Random-Funktion außerhalb dieser P5.js-Klammern. Also alles, was hier in der Referenz steht, das darfst du eigentlich nur in diesen Blöcken hier drin benutzen, in diesen geschweiften Klammern von Setup und von Draw. Das macht es recht schwierig, hier eine Zufallsposition zu kriegen auf Anhieb. Aber es gibt einen Weg, das zu umgehen. Du kannst die Variable let x außerhalb dieser P5.js-Blöcke definieren. Also hier macht das Ganze zu oberst. Jetzt habe ich das Falsche rauskopiert. Das wollte ich. Ich kann schreiben let x und ab diesem Zeitpunkt gibt es x. X hat einfach keinen Wert. Aber ich habe das Wort mal so in den Raum gesetzt. Und dann kann ich die Wertzuweisung zum Zeitpunkt machen, wo ich weiß, wie groß die Breite vom Canvas ist. Der Setup-Block, der wird nur ein einziges Mal ausgeführt, bevor er gerendert wird. Und das ist der ideale Zeitpunkt, zum X mit einem Wert zu überschreiben oder einen Wert zuzuweisen überhaupt. Create Canvas stellt die Fläche her. Jetzt weiß P5, wie groß diese Breite ist. Kann das benutzen als Vorzeichen für diese Random-Funktion. Das stellt mir eine Zahl zwischen 0 und 400 her, speichert die ins x hinein. Und x ist überall bekannt, weil ich es außerhalb dieser zwei Abschnitte definiert habe. Die Wertzuweisung passiert hier, bevor das erste Frame gezeichnet wird. Und jetzt ist x bekannt und hat einen Zufallswert.
Also auch das ist ein Muster, das immer wieder vorkommt. Variable außerhalb bestimmter Abschnitte definieren, aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem Wert versehen und dann zum richtigen Zeitpunkt dann diesen Wert schon zu kennen. Und wenn ich das ausführe, jetzt steht der Kreis mit Zufallswert irgendwo in der Fläche, irgendwo anders. Jedes Mal, wenn ich das ausführe, kriege ich einen neuen Wert auf der X-Achse. Ich kann das wiederholen für einen zweiten Wert, den ich dann verwende, um einen Wert, eine Position auf der Y-Achse zu kriegen. Und jetzt steht der Kreis jedes Mal an einem anderen Ort auf der horizontalen und auf der vertikalen. Und jetzt kann ich einen Wert für die Dimension des Kreises einführen, für den Durchmesser, ich sage dem d. Und ich kann auch hier das d dem eine Wertzuweisung in Abhängigkeit der Fläche geben und sagen, ja, ich will, dass der Durchmesser maximal eine Zufallszahl ist, die maximal so groß ist wie die Hälfte der Breite. Und dann verwende ich diese Variable statt 200 und dann hat der Kreis jedes Mal eine neue Größe. Mal ist er ganz klein, mal ist er größer, aber er ist nie größer als 200, die Hälfte der Breite. Jetzt gibt es Fälle, wo der Kreis abgeschnitten ist und wir können jetzt versuchen zu überlegen, wie wir den Kreis immer auf die Fläche bringen, so dass er nie angeschnitten ist. Und das kann ich tun, indem ich hier eine Mindestgröße angebe. Also es muss mindestens hier ein bisschen eingerückt sein, dass es links nicht überlappt. Und ich brauche auch eine Maximalgröße. Es darf nicht größer sein als der rechte. Als so weit am rechten Rand, dass der Kreis noch nicht überlappt. Und du kannst einmal versuchen, selber zu überlegen, wie du das herauskriegst. Der Durchmesser des Kreises hat eine bestimmte Größe und die Hälfte davon ist der Radius. Und wir müssen aufpassen, dass wir immer mindestens diesen Radiuswert haben für die Positionierung auf der X-Achse, damit der Kreis links nicht angeschnitten ist. Und rechts dürfen wir nicht weiter als den Wert des Radius an den rechten Rand gehen, sonst wird der Kreis nach außen geschoben. Also ich kann eine Variable r für den Radius erfinden und hier kann ich jetzt const verwenden. Sagen, der Radius ist immer gleich groß. Ich weiß ja, wie groß jetzt meine Zufallszahl d ist. Der Radius muss die Hälfte von diesem d sein, vom Durchmesser. Jetzt wissen wir, was der Radius ist. Und hier kann ich sagen, ja, der Radius, den müssen wir immer schon dazu zählen von Anfang an, egal wohin der Kreis kommt. Wenn die Zufallszahl gleich 0 ist, muss sie mindestens so groß wie der Radius sein. Dann sind wir hier genug weit drin, dass der Kreis voll abgebildet wird. So, jetzt der Kreis immer genug weit drin, aber es kann immer noch überschießen, es kann nach unten überschießen, wenn der Wert y zu groß wird und es kann nach rechts überschießen, wenn der Wert für die x-Achse zu groß wird. Auch hier kannst du mal kurz nachdenken selber, wie wir das noch anpassen könnten. Vielleicht auf Pause drücken. Okay, du hast es wahrscheinlich herausgefunden. Der Wert, den wir verwenden, um eine Zufallszahl herzustellen, der darf nicht zu groß sein. Wir müssen hier etwas abziehen. Wie viel ziehen wir ab? Wenn wir nur den Radius abziehen, dann
haben wir immer noch zu hohe Werte, weil wir den Radius für den Abstand von links und von oben schon eingesetzt haben. Hier haben wir den Radius schon dazu gezählt. Also müssen wir hier hinten den ganzen Durchmesser abziehen. Und wenn ich das ausführe, dann ist der Kreis garantiert immer in der Fläche drin. Es kann sein, dass der Kreis so klein ist, dass wir ihn fast nicht mehr sehen. Dann müssten wir hier einen Weg finden, wie dieser Kreis dimensioniert sein kann, dass er immer eine bestimmte Mindestgröße hat. Das kannst du aber selber überlegen, wie das geht.